Ein kurzes Sommerintermezzo steht uns am Wochenende bevor. Anschließend gibt es eine Abkühlung mit kräftigen Schauern und Gewittern, doch alles der Reihe nach. Am Samstag ist es besonders im Süden sommerlich warm mit Höchstwerten zwischen 25 und 28 Grad. Entlang des Oberrheins kann sogar die 30 Grad Marke geknackt werden. In der Nordhälfte zeigt das Thermometer meist nur Werte um 23 Grad an. Am Vormittag ist es südlich des Mains zeitweise wolkig, aber Richtung Nachmittag und Abend setzt sich die Sonne immer mehr durch. Im Norden dominieren dagegen mehr die Wolken. Besonders vom Münsterland bis nach Berlin ist es auch mal längere Zeit bewölkt. Dementsprechend sieht auch unsere Sonnenstundenkarte aus. Im Süden darf man sich allerdings auf 10 bis 13 Sonnenstunden freuen. In der Nacht zum Sonntag nähert sich ein Tief aus Nordwesten und leitet einen Wetterumschwung ein. Bereits in den frühen Morgenstunden des Sonntags zieht eine Wetterfront mit kräftigen Regen durch die Westhälfte. Punktuell sind auch einzelne kurze Gewitter möglich. Ab den Mittagsstunden bilden sich dann fast im gesamten Land kräftige Regengüsse, teils mit Blitz und Donner. Örtlich können große Regenmengen in sehr kurzer Zeit vom Himmel kommen. Besonders in Bayern können die Gewitter auch von kräftiger Natur sein und mit Starkregen, Hagel und Sturmböen einhergehen. Am längsten trocken sieht es von Schleswig-Holstein bis zur Oder-Neiße-Grenze aus. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 18 und 27 Grad.